Okay, nee, du hattest ja neulich, glaube ich, 8 Stacks oder so oder 6 vorbeigebracht, glaube ich. Ja, aus deiner Mine vorbeigebracht. Habe ich da einfach abgebaut. Ja. Das hat alles ganz gut ergänzt hier. Ja. Ja. Einmal ordentlich gearbeitet, dann passt das. Ja, klar. Wo seid ihr denn? Beim Schmersch. Ja, ich stehe gerade an seinem Kai da unten. Achso, dann. Anderer Kai, okay. Ja, ich weiß auch nicht, was der hier so groß baut, was er hier vorhat. Ah, Kulman fliegt wieder. Kommt doch gleich eingeflogen, ne? Ach, ja. Da fällt mir ein, ich wollte ja noch eine Bohrinsel bauen, stimmt ja. Aber. Ja, da war was, eine Bohrinsel, ich genau. Ich wollte eine Bohrinsel bauen, ja. So, Schoki, hast du die Krabbe schon entdeckt? Nein. Hm. Aber Kai, wo ist die nicht? Ich hab ja auch. Ja, ja, ihr seid an so vielen schönen großen Gegner vorbeigelaufen. Ja. Hm. Nun. Ihr habt bestimmt gescheatet, gib's zu. Haben wir gar nicht. Ich hab die noch nicht mal beim Wegbaum gefunden. Ja. Wo hätten wir denn noch so lang rennen sollen? Ja. Ihr seid ja nicht über Kairo gelaufen, wie euch das gesagt wurde. Ihr seid dann gleich querfeldein durchgelaufen. Habt ja, geschickt gemacht. Oder ja, wurde aber auch gesagt, dass Kairo ein guter Ausgangspunkt wäre. Hm. Na, habe ich gekonnt überlesen. Naja, siehst du, ich könnte mir ja mal den Weg angucken. Das könnte ich ja mal machen. Mal weg. Boah. Backpack hat nicht funktioniert. Ich muss da hin. Ja. Hier kommt wahrscheinlich auch noch ein großes Gebäude hin, hier, wa? Die Hafenmeisterei hier oder sowas. Wo denn? Na, hier oben dann. Ach, du bist da? Ja, vielleicht. Vielleicht, also mal sehen, da könnte sicherlich oder irgendwie. Oder Ferienhaus zum Gucken. Ja, schöne Aussicht. Quarantänestation. Quarantänestation. Der baut hier auch. Man wird ja langsam paranoid. Ne? Jetzt hat der Regen aufgehört, dieses Geräusch ist weg. Ich habe euch kurz nicht gehört und ich habe mir gedacht, mein PC ist abgestürzt. Alter. Boah. Ich springe mal runter. Whee! Armer Smash. Ja. Aber wir haben letzten Samstag rumgedoktert, ne? Bei dir, Smash. Hm, ja. Ferndiagnose. Aber so ganz. Naja. Irgendwo liegt es noch im Argen. So, also erstmal nach Kairo. So, Schuki, hast du die Riesenkrabbe denn schon gefunden? Nein. Oh, warum denn nicht? Hast du überhaupt eine hingesetzt? Na klar. So, ich bin jetzt in Kairo. Es ist Mittagszeit, es sieht gut aus. So, dann jetzt weiß ich auch für was die Kanelilla da ist. Die brauchen wir nämlich um. Was Kanelilla, wenn wir die dann schmelzen, entsteht Wachs. Und aus diesem Wachs können wir dann. Können wir dann. Die Kerzen machen. Dann können wir die schönen Leuchter bauen. Letztens noch ein bisschen erkunden. Ich habe noch so einiges Interessantes entdeckt. Ja. Welcher Gegend warst du denn? Bin immer Richtung Norden geflogen. Ja, Richtung Norden. Dabei habe ich noch eben schnell einen Dungeon Flood gemacht. Damit ich jetzt unsterblich bin. Unsterblich? Nee, ich bin nicht ganz unsterblich. Ich kann mich einmal wiederbeleben, ohne alle Items zu verlieren. Okay. Auch nicht schlecht. Dafür muss ich nur immer ein Item in der Hand tragen. Mhm. So, wo ist eigentlich Schoki? Die ist ja gar nicht mehr in der Nähe von Kairo und Co. Ich denke, du bist hier, Schoki, irgendwo. Ich denke, du bist hier, hast du doch gesagt gehabt. Ach, du warst. Was macht der Elf im Baum?
Der Elf im Baum? Ja. Oder elf Bäume, was meinst du denn jetzt? Nein, der Elf sitzt in einem Baum. Also die Elfe. Ist bestimmt eine Baumelfe. Ja, so sah es leider aber nicht aus. Na gut, hätte ja sein können. Guten Tag. Wie guten Tag? Ach, Mr. Flieger ist wieder da. Mr. Ja, Flieger. Die ich in der Hand hab, Puppe. Aha. Ah, und der Voodoo-Meister. Nee, damit bin ich und werde ich wiederbelebt. Krieg zwei Herzen. Auch nicht schlecht. Solche tollen Sachen gibt es? Wow. Ja, musste ich aber auch ein bisschen versuchen. Weil diese Dungeons sind sehr, sehr, sehr selten. Okay, also gibt es aber in Dungeons auch schon wieder Unterschiede, gut. Das ist kein, das ist ein Minecraft-Dungeon. Ein Vanilla-Dungeon. Was ist denn da denn drin? Ist das Eisen oder was ist da oben drin? Sieht so komisch aus. Das müsste Eisen sein oder sowas da oben. Ja gut, haben wir genug von. Wo kommst du hoch? So ein Krabak? Wieso Krabak ist ein Geheimraum? Das sage ich doch. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall Candelilla anpflanzen. Das brauchen wir für Garden Stuff, okay? Ich habe auch wieder heute in der Testphase probiert, wieso brennt das, wieso schmelzt er das nicht? Und dann, okay, Holzkohle brauchst du. Probieren wir mal mit Holzkohle und da hat es funktioniert. So, mal gucken, wo ist denn Schoki? Sehe ich die schon? Kommen wir gleich. So, vor einer halben Stunde auch schon gesagt. Die Sonne geht bald unter. Und der Dunst zieht auf. Ich würde sagen, ist das Spiel abgeschmiert? Ich hoffe nicht. Das passiert mir aber öfter. Ja? Ja. So, mein System läuft einmal frei. Keine Ahnung, warum es abstürzt. Das ist aber auch, wenn ich lange ausgetappt bin, stürzt es wohl immer gerne ab. Aus diesem guten Holz kann man nichts machen, leider. Ja, Schlange. Nee, kannst ja nichts machen. Doch, verbrennen kannst du es doch. Oder irgendwas machen, oder? Ja, aber nichts mit Baum. Mit Bauen. Ja gut, das ist klar. Ist ja totes Holz. Kannst du nur Stöcker draus machen. Letztens noch eine Wedgwood White gesucht. Deshalb habe ich mich eigentlich auf die Suche gemacht. Mhm. So, Shogi. Wo ist sie denn? Keine Ahnung. Da, in Kairo ist sie schon. Die ist wahrscheinlich wieder verkehrt abgebogen. Die ist in Kairo selbst. Die hat sie einfach zurückteleportiert. wo bist du, mein Schatz? Richtung Westen. Egal, Kairo kann ich immer später mal entdecken. Hier gibt es auch noch Wege, müssen wir auch noch durchverbinden. Ja, das ist Wege bauen ist dann gut fürs zum Snacken. Ach ja. Ich sehe dich schon. Heute hätten wir uns ja auch dreimal verlaufen. Ja, viermal wahrscheinlich sogar. Das denke ich auch. Dass wir uns viermal verlaufen mal hätten? Ja, wir haben eben gehabt. Doch, mit dir. So, dann komm. Auf die Spinne bin ich jetzt aber auch gespannt. Ist keine Spinne, ist immer noch eine Krabbe. Meine Krabbe. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo die ist. Ne. Keine Ahnung. Irgendwo ist sie jedenfalls, das weiß ich. Aber ich weiß nicht mehr, wo. Was ist denn hier im Wald? Die Krabbe muss doch nicht im Wald sein. Ich hab zumindest gerade Wald verstanden. Nein.
Da links vielleicht. Ich sehe sie nirgendwo. Wo ist das kleine, süße, zarte Wesen? Das kleine, süße, zarte Wesen. Ah, ne, ist mir eine Schlange. Ach, sind Fledermäuse. Da habe ich doch gar keinen großen Umkreis gegeben, dass er galoppieren kann. Ich verstehe das nicht. Nicht, dass er plötzlich bei mir vor der Tür steht. Ne. Ich habe einen Schlangenbart gefunden. Ja, wo ist sie denn? Ja, wo ist denn die Krabbe? Ist sie so weit gewandert irgendwo? Und wenn leicht taucht sie vor mir auf. Buh. Ja. Ah, hab sie. Du hast sie? Au. Da hat die wie eine große Range. Ich seh dich gar nicht. Wo bist du denn? Ich bin wieder zurückgerannt. Ups. Da war sie. Da war sie. Okay. Ja, da war sie, ja. Sie ist schon wieder weg. Ja, ihr läuft in die richtige Richtung. Ihr trefft gleich auch ein paar Punkte. Das sind Sterne am Himmel, keine Punkte. Auf dem Boden. Seo, wo bist du denn? Einfach die Punkten folgen. Ach ja, da war ja was, ne? Da. Guten Tag. Ups, warum haken das gerade? Hier ist irgendwo rumgewandert gerade. Okay. Habe ich angegriffen, habe ich sie platt gemacht. Jo. Gut, dann gucken wir jetzt mal den Weg mal an. Kommt die denn wieder? Ja, zum Sommerschlussverkauf kommt sie wieder. Ja, ja, du bist voll. Klar kommt sie wieder. Warum soll die nicht wiederkommen? Die ist doch niedlich. So ein kleines Krustentier. Ohne Wasser. Die kommt mal ohne Wasser aus. Was leuchtet denn hier so? Ach, du bist das da, was? Ist schon irgendwo Gewitter? Ich wusste gar nicht, dass ich ein Gewitter bin. Eine Zwangsbeleuchtung hier. Was kann ich denn dafür? Ich kann das nicht abstellen. Ich finde das irgendwie witzig. Da bist du genauso alt wie eine Person. Ja. Eigentlich wollte ich die Wege ja gar nicht beleuchten, jetzt haben wir eine Zwangsbeleuchtung. Ich find's witzig. Wie alt hast du ihn geschätzt? Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, der hat mir irgendwann mal eine Zahl genannt. Er war auf jeden Fall älter als ich. Ich weiß aber auch nicht mehr wann. Sieg hier, was ist das denn hier? Ach, die habe ich ja irgendwann mal hingeschmissen. Okay. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-dum-dum. Ah ja, hieran kann ich mich noch dran erinnern. Wo habe ich jetzt 4 Felle in der Hand? Wo kommen die denn her? Also ist ja gar keine Krabbe da mehr. Doch, die kommt wieder. Sind wir in Oasis. Zombie. Ah. Strandroggen, hier ist gar kein Strand. Oh, oh, geh weg, geh weg. Das ist Krümel. Sand. Genau, hier ist der Weg. Obsidian gekriegt, besser als gar nichts. Gibt es einen Grund, warum du den Weg 3 Blöcke breit gebaut hast, oder? Ich habe mich nur an eine Vorlage da hinten gehalten, der war ja auf einem auch 3 dick, deshalb habe ich den 3 dick gehalten. Boah. Ja, ich habe mich schon mal
benannt, weil drei Blöcke breite Wege sind eigentlich Hauptwege. Das ist das der vergessene Weg, habe ich ihn genannt. Wie ist die Pumpe nie los? Sind die Kojoten bei Nacht? Werden sie böse? Tagsüber? Die jaulen so herrlich. Die wollen irgendwas von mir. Vergessener Weg, hier sind wir richtig. Hier gehen wir mal lang. Was sagt ihr denn schon wieder? Was macht ihr denn hinten schon wieder? Was bin ich denn schon? Retten. Oh, jetzt tut's weh. So. Oh, da gibt's noch ein Häuschen, süß. Geh mal weg da. Moment. Was ist das denn für eine Spinne? Wieso, was süß? Bist du jetzt schon wieder? Ich bin ganz eckig wieder weiter galoppiert. Hast du mich gerade mit einem Gefall angeschossen? Was denn, was hast du denn? Hier ist doch gar nichts. Die habe ich gerade auch umgebracht. Hätte ich jetzt auch gesagt. Da, weil die mich gerade da hinten stehen, drei Stück von denen. Die kleinen putzigen Spinnchen? Hasse Spinnen. Spinnen haben doch nur 8 Beine. Ist doch ganz harmlos. Kanenilla nehmen wir mit. Kanenilla müssen wir nochmal anpflanzen dann. Wächst Kanenilla nur auf Sand? Ich weiß es nicht. Aha. Scheiß Wolf. Ja, dann gucken wir uns den Weg doch hier mal an. Vizekatze. Süß. Miau. Wildschwein. Wildschweinbraten, lecker. Hier kam übernachten. Ich habe hier einfach den Weg angepasst, der vorgegeben war. Ja, ich habe mal halt umbenannt. Dann passt das. Auf jeden Fall war die Brücke anders gebaut. Ja, da habe ich mal ein bisschen Hand angelegt. Aber da müssen wir ganz viel noch nacharbeiten. Bei dem Weg. Von mir aus, möge. Wieso, wo geht's mit der Menge? Einfach geradeaus über den See gebaut und so. Man muss sich der Landschaft anpassen. Nö, kann ich nichts von. Dafür gibt's hier ein neues Haus. Auch nicht schlecht. Schön, gefällt mir. Auf magische Weise entstanden innerhalb von 2 Tagen. Ich weiß auch nicht wie. Wachsen einfach aus der Erde. Ja. Wie Bäume. Bestimmt ein Baumhaus. Oh, ich muss was essen, ich habe Hunger. Was macht Schmerstein Hafenmeisterei? Hm? Fundament wird gebaut. Mhm. Ja, dann ein bisschen Feinschliff hier und da. Und dann mal schauen. Dann mal schauen. Oh. Mal sehen. Oh, ohne Geländer hier. Huch! Es ist... Dreh dich um. Ach, wo bist du denn hier? Du magst das Spinnen. Ja. Jetzt geh weg, du Viech.
Dass mir mal Zucker droppt. Sag mal, wo ist ein Cookie? Wir sind unterwegs. Die wirklich richtig? Ja. Wohin bist du denn unterwegs? Um Geld erkunden. Okay, also folgst du uns nicht? Doch. Echt? Macht ihr das? Ja! Oh, brüll doch nicht so, ich bin doch nicht taub. Wir müssen deine TS-Einstellung mal ein bisschen ändern. Okay. Die Empfindlichkeit anders einstellen. Weil sonst hört man dich gar nicht. Ups. Es juckt. Waschen. Waschen soll helfen. Ja. Guck mal, den vorhandenen Weg hat er auch nicht benutzt, der hier schon ist. Welcher? Wo? Hä? Der hier. Da gibt es einen vorhandenen Weg. Da stehe ich gerade drauf. Nicht gesehen. Ja, im Bau waren wieder gewesen, ne? Kennen wir ja. Ja, oh, ja. Kannst du kaum mal sehen, einen Unterschied. Wir sind auf jeden Fall, ich glaube, 40, 50 Stacks Erde reingegangen. Erde, wo bist du? Von 120 habe ich nur noch 60 oder so. Naja. Hier ist ein Tempel. Dabei kam es dir gar nicht so weit vor. Hast du eigentlich den Weg zum Tempel auch hochgebaut, zum Turm da oben? Nö. Okay. Stand nicht in der Aufgabe. Stand nur seine Aufgabe dahin bauen. Im Dorf. Ja, im Stream aber. Ist sogar in der Aufnahme zu hören. Habe ich gehört. Gekonnt. Was haben wir hier alles? Hier liegt doch Material noch rum. Interessant. Inventar war voll. Nehme ich alles mit. Was haben wir da so gekriegt? Was ist denn das? Schluffrige Erde. Schluffige Erde. Okay, die brauchen wir vielleicht nun wirklich nicht, schluffige Erde. Die kann ich Shogi zum Hochzeitstag schenken. Ja, bitte. Wusste gar nicht, dass du über diese Sachen so sehr freust. Ist ja richtig schön. Da. Wer bist du? Ein Fasan. Gut. Genau. Gut. Ich habe auch über einen Fluss drüber hergebaut. Ja, einfach so, genau. Ich hätte eine schöne Brücke gebaut und sowas. Ah, jeder baut halt anders. Ich hab gedacht, das können wir im Stream machen, weil so einfach Wegbau finde ich immer langweilig. Aber einfach über den See gebaut, siehst du, da wäre ich außen rumgegangen. Einfach mal. Na ja, gut, da kriegen wir aber auch hin. Da können wir hier eine Seite ein bisschen zuschütten, dann passt das auch. Du sollst den Schneeleoparden nicht hauen. Warum nicht? Guck, da kriege ich kalte Füße. Aufpassen, Shoki ist hinter uns. Ich versteck mich mal. Sieht's ein. Aua! Shoki hat mich gehauen. Du hast den Schmerzstein der Bratpfanne rausholt. Plong, plong, plong. Boing. Das kann er gut. Ja, schönes Geräuschuntermalung dabei. Klingt noch gut. Der Bratpfannen-Django. Könnte ein bisschen mehr Wumms haben, aber naja. Nur der Pier ist ja wieder der ganz normale Weg im Dorf. So. Hm. Ja, es denke ich, wird immer hier und da sicherlich jetzt auch häufiger mal zu 2G kommen, ne? Denke ich mal. Ja, in Österreich, ja, ziehen sie knallhart durch. Und komischerweise haben sie so viele Impfwillige dadurch. Komisch. Hm. Weiß gar nicht warum. Nee. Bin ich auch noch eine dritte Impfung? Irgendwann kriegen wir eine, ja. Ja. Ich muss hier die Schneebälle. Wieso ist jetzt hier zwei Wege auf einmal, zwei Blöcke breit? Weil du den ja mal so gebaut hast. Ich habe nur den da hinten angeschossen, mehr habe ich nicht gemacht.
Tschüss. Hier geschehen Sachen und Dinge. Und hier war ich dann sofort, den umzubauen. Deshalb habe ich den vorhandenen Weg benutzt. Ach, hier hast du ihn benutzt. Interessant. Alles gut, alles gut. Oh, ich habe ein Ei gekriegt. Das nehme ich mit zurück. Warum laufen hier einfach hier Hühner rum? So. Gegensatz zu euch. Der Bodenhaltung. Wir sind in Walddorf. Ist das denn nicht schön? Hier gibt es ein Schild nach Silberburg. Das ist auch neu. Schuck, jetzt bist du hier im Walddorf. Kannst du Süßigkeiten kaufen? Aber hier ist kein Schild nach Walddorf, wo du teleportieren kannst. Wenn du in Walddorf bist, brauchst du dich nicht nach Walddorf zu teleportieren. Ja, das geht trotzdem. Hier gibt es ein Schild. Ja, Schild. Einmal ein bisschen. Einmal kurz verpötern, dann läuft das. Ich muss noch weiter im Hintern gucken. Hier die Apokalypse verkauft was. Ja, der Dango ist auch sehr lecker. Marzipan ist lecker. Marzipan habe ich selber schon gemacht. Oh, ich hasse Marzipan. Oh, ist lecker. Ist schon wieder soweit? Ich fasse es ja nicht. Hab mein Vater auch mal selber gemacht, aber fand ich auch nicht lecker. Marzipan ist lecker. Ja, mein Vater ist Konditor, der hat das alles gelernt. Bloß Lebkuchen kann er nicht mehr sehen. Oh, lecker! Schwarzwälder Kirschtorte. Kann er auch. Sachertorte und. Ist soweit. Oh, hier liegen Baumstämme. Hier liegen Baumstämme. Wo ist Eckart, wenn man ihn mal braucht? Von den Asphalt-Cowboys. Eckart, Baumstämme. Von der See bis zum Mittelmeer fährt Eckart nur Nahverkehr. So. Kostwerbung für D-Max gemacht. Werbeblock haben wir auch erfüllt. So, das Schiff liegt hier immer noch vor Anker. Ach, das ist doch eine Perspektive, ist das doch hier. Ach, ist doch richtig schön, wenn man hier so steht. Hier so am Strand. Die Füße ein bisschen im Wasser und guckt dann so auf Richtung Hafen. Der Delfin gleitet hier rum. Hier vorne ist ein Seepferd. Richtig schön. Das Schiff hat was. Ich finde es schön. So, ich muss jetzt nach Hause, kann eine Lilla anpflanzen. So, Silberburg ist Interkontinental Flughafen. Da kommt alles und beginnt alles. Dann wechseln wir mal das Gate und fliegen weiter. Würde ich mal sagen. So, haben wir auch gemacht. Was macht das Pferd hier? Interessant, was macht das Pferd hier? Allergrößte Mühe geben die so schön zu bauen. War nicht ganz einfach teilweise. Ich habe es aber hingekriegt. So, ein bisschen Paprika ernten. So, Candelilla, wächst das Zeug auf Sand oder auch auf Erde? Ach, siehst du, ich wusste es. Wächst wieder nur auf Sand. Jetzt brauche ich einen sandigen Boden. Jetzt muss ich noch sandigen Boden irgendwo hinbauen.
erstmal hier in den Ofen reinschmeißen. So. Erstmal ein paar Sachen hier abliefern wieder. Das ist da, wo es vorher auch war. Wo kommen die ganzen Holzdruckplatten her? Ja, aber sich über meine Knöpfe-Produktion sich amüsieren, da sind die richtigen. Hallo, Bauhaus. Mit Holzplätzchen, ja? Ja, Holz. Ich habe auch noch nie ein Baumhaus aus Stein gesehen, also. Ich habe auch noch nie ein Baumhaus aus Schokolade gesehen. Das hätte bei dir auch kein langes Bestehen, glaube ich. Ich komme immer eine Woche mit der Schokolade aus. Also, ich brauche sie zum Schluss. So. Also, so ein Junkie bin ich auch nicht mehr. Da sind so manche andere schlimmer. So, ich bin gleich wieder da.